Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gute Frage.netfails, wie ihr an der Musik schon festhalten könntet und an dem kleinen Gute Frage-Ding, das auf der Image des Bildschirms gemeldet ist, aber egal. Also widmen wir uns doch mal direkt unserem ersten intellektuellen Tiefstarter. Das ich wieder nicht machen kann, weil ich draufgeklickt habe. So, nochmal. Jetzt aber. Wirklich, ganz ehrlich. Wie entschärft man in CSGO die Bombe? Also mit welcher Taste? Ich habe die Fragen so von der Woche rausgesucht und ich dachte so, du kannst dir ein bisschen Zeit lassen, bis du die beantwortest. Dann kommen die besser. Letzte Woche die Frage war, wie man sich duckt. Erstmal gibt es ein Control-Setup für CSGO. Und Titan steht da, press E to defuse the bomb! Kann man in CSGO kostenlos... Ja, natürlich. Das Spiel kostet nur auf Steam 13,99. Wenn du im Internet nach CSGO for free suchst, bekommst du das da. Ist total legal. Und das machen auch die Profis so, weil man bezahlt natürlich nicht dafür. Und deswegen hat auch immer jeder 30.000 Smurfs-Accounts. Deswegen ist das Spiel nämlich auch meistens Free-to-Play. Man sagt ja auch immer, das ist ein Free-to-Play-Spiel. Ja. Was kann ich werden? Hilfe mit Verzweifeln. Gutes Deutsch. Es muss irgendwas mit Mode sein. Dankeschön. Bin übrigens ein Mädchen und 15 Jahre alt. Ja, also gut, wir sagen jetzt mal, welcher Beruf sie werden soll. Weil das können wir natürlich auch machen, weil wir kennen sie ja. Wir kennen sie ja richtig gut auf jeden Fall schon. Und sie heißt Hall, wie geht's dir? Ja. Was du werden kannst, auf jeden Fall, wenn das Mode sein muss, dann würde ich vielleicht, weiß ich nicht, ich zieh doch einfach nach China und nähe da Nike-Trikots zusammen. Nur eine Idee. Oder Fußbälle, wenn das auch in der Mode geht. Ja, würde ich empfehlen. Ich habe auch gehört, das wird gut entlohnt. Ich meine, muss ja gut entlohnt sein, ne? Weil Nike und Adidas und so, das kostet ja hier auch voll viel Geld, dann ist das auch gut. Und, oder du baust für Apple iPhones dann für 2,50 im Monat. Auch nice. Wofür nimmt man viele Dratini? Das Pokémon Go halt. Fragt jemand, der, sagen wir mal, in Hamburg wohnt. Jetzt antwortet einer, ja, in Köln, da am Aachen, da war ja, da gibt's wirklich Dratinis, gibt's viele Dratinis. Das nützt dir dann genauso viel, wie jemand, der dir sagt, dass es in München oder in Berlin gute Dratini-Spots gibt. Lauf rum und finde welche, Mann, Idiot. Nimmt man in der Ausbildung als Fachlagerist... Nimmt man ab in der Ausbildung, ach, ist auch egal. Als Vergleich zwischen Schule und Ausbildung verändert sich die Körper stark. Wenn man in der Ausbildung ist, breiter, größer, muskulöser. Ich sag mal so, wenn du den ganzen Tag nur rumstehst und an deinem Handy, Fruit Ninja oder was auch immer, das ist wieder out, ne, schon lange out, egal. Nur spielst dann vermutlich nicht, weiß ich nicht. Wenn man den ganzen Tag nur mit dem Gabel taut, dann fährt das auch nicht dünner. Ich lese es hier nicht vor, aber lest euch mal die Antwort durch. Das ist schön. Der Name kommt zum Punkt, macht doch gar nicht viel witziger. Naja, lassen wir das. Mehr Follower auf Twitter zu bekommen. Wie und was muss ich machen? Ohne Witz. Ich hasse so eine Leute. Wie kann ich auf YouTube möglichst schnell famous werden, indem ich am besten nur zwei Videos hochlade? Gar nicht, du Pisser, und hör auf YouTube. Doch. Wende dich doch einfach an den standardmäßigen Beauty-YouTuber. Oh, look at that pants. Ach ja, eigentlich müsste ich mal... Ich müsste mich mal bei YouTube auskotzen. Egal, machen wir vielleicht mal anders. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Hoffe, ihr habt jetzt Spaß bei dieser kleinen Episode und unserem kleinen Aus... Oder hatten wir noch eine Frage? Ich glaube, es war's, ne? Ne, es war's. Ihr hört, ich drücke und es passiert nichts. Ja, dann wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr noch andere Formate habt, die ich machen soll, dann lasst sie doch mal da unten in die Kommentare. Immer auf Höhe meiner, in diesem Fall, Knie. Ja. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.